Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Stärkung gemeinsamer Kompetenzen durch eine gemeinsame Ausbildung ist angesichts der starken Zunahme älterer und pflegebedürftiger Menschen und der sich ergebenden Anforderungen an Pflegenden und auch die Pflegeberufe mehr als sinnvoll. Denn für gute Versorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen werden wir in Zukunft mehr und qualitativ gut ausgebildete Fachkräfte brauchen. Der Bedarf der Anforderungsprofile in der Pflege werden weiter steigen. So ist es mit einer Zunahme an erkrankten Menschen in der Altenpflege und ältere Menschen in den somatischen Kliniken werden zunehmen. Auch den Anspruch an die kultursensible Pflege und auch die Wahrung der sexuellen Identität in der Pflege gilt es auch nachzukommen. Schließlich müssen wir auch die Vorgaben, die die UN-Behindertenrechtskonvention an uns stellt, in der Pflege mit berücksichtigt werden. Die Pflege in Zukunft muss mehr als heute auf die Ressourcen und Potenziale der kranken und pflegebedürftigen Menschen fördern und somit zu der Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben beitragen. Alles dies zeigt, dass die Weiterentwicklung der Pflegeausbildung mit einer gemeinsamen Ausbildung und Abschluss bei den Pflegeberufen ein Schritt in richtige Richtung ist. Herr Burkhardt, Sie haben unsere Gesundheitsministerin in dem Sinne kritisiert, aber sie hat immer diese richtige Richtung ist, dass die gemeinsame Ausbildung im Ausschuss im Ausdruck gebracht. Da gab es sehr viele Fragezeichen, was wir als Land, besonders in der Altenpflege hier geschafft haben, hat sie auch unsere Sorgen in Ausdruck gebracht. Darüber muss man diskutieren. Deswegen ist es Ihr Angriff an unsere Gesundheitsministerin eigentlich unangebracht gewesen, weil wir diese gemeinsame Ausbildung seit Jahren in dieser Richtung weiter betreiben. Und alles diese Entwicklungen zeigen natürlich, dass wir in diese Richtung gehen müssen. Aber mit dem vor der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Reform der Pflegeberufe sollen jetzt alle diese Ausbildungsgänge Kranken- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege zusammengefasst werden. Grundsätzlich sind wir Grünen für diese gemeinsame generalistische ausgerichtete Pflegeausbildung. Das sage ich nochmal, dass wir grundsätzlich dafür sind. Allerdings hätten wir uns natürlich gewünscht, in den letzten Drittel gemeinsamer Ausbildung eine Möglichkeit einer Spezialisierung ermöglicht werden würde. Das haben wir auch im Ausdruck gebracht. Wir hätten es notwendig, dass weitere spezifische Kompetenzen, besonders bei der Kinderkrankenpflege zum Beispiel, bei dem Berufseintritt vorhanden gewesen wäre. Das haben wir immer zum Ausdruck gebracht. Zudem brauchen wir auch Rahmenbedingungen, die es auch Pflegeeinrichtungen attraktiv macht, auszubilden. Ja, es darf kein Nachteil sein, ein Ausbildungsbetrieb zu sein. Diese Sorgen haben wir. So gesehen, nehmen Sie bitte in Kenntnis, dass bestimmte Wettbewerbsverzerrung in diesem Bereich stattfinden kann. Diese Fragen müssen wir natürlich erläutern und diskutieren. Wir halten es auch notwendig, die Pflegeberufegesetz, diese Attraktivität Ausbildungsbetriebe zu behalten. Lassen Sie uns mich auch ein paar Sätze über den FDP-Antrag und die Situation in NRW sagen. Sie wissen, Herr Burkhardt, dass wir in NRW, was die Altenpflege angeht, eine Spitzenstellung haben. Wir haben seit 2010 die Ausbildungszahlen fast 90% erhöht und heutzutage haben wir 18.000 Ausbildungsplätze. Wir haben Investitionen dafür verdoppelt. Mittlerweile haben wir 64 Millionen Euro in diesem Bereich in der Altenpflege investiert. Zudem hat natürlich die Einführung der Umlagefinanzierung im Jahr 2012 maßgeblich beigetragen, dass wir die wachsende Ausbildungszahlen haben. Daher durch diese hundertprozentige Refinanzierung und Erstattung der tatsächlich gezahlten Ausbildungsvergütungen haben wir es erreicht, einen maximalen Anreiz für die Ausbildung und tarifgebundene Bezahlung zu schaffen.
Deshalb erhalten die Ausbildung Altenpflegeschülerinnen und Schüler in NRW heute eine viel höhere Ausbildungsvergütung als die meisten Bundesländer. Diese Tatsachen wollen wir natürlich beibehalten und diese Erfolge wollen wir weiterführen. Deshalb ist das Pflegeberuf ist ein Zukunftsberuf auch für unsere Gesellschaft. Deshalb wollen wir diese Errungenschaften, die wir in NRW geschafft haben, beibehalten und bundesweit weiterführen. Deshalb werden wir natürlich den Überweisung an den AGS zustimmen. Und ich freue mich, die Diskussionen im Ausschuss. Wir werden wahrscheinlich eine gemeinsame Lösung dafür finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.